herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Die Katha Schulze, das ist doch diese junge Quirlige, die immer so lustige Fotos mit sich selber macht. Die ist irgendwie witzig und ich glaube, die kann auch ganz schnell reden und zack ist sie da. Herzlich willkommen, Katharina Schulze, Fraktionsvorsitzende der Grünen im Landtag. Servus. Schön, dass Sie da sind. Haben Sie ein Imageproblem? Also diese junge Quirlige, die diese lustigen Fotos und so, das ist ja eigentlich erstmal zwar positiv, aber jetzt sind Sie Fraktionsvorsitzende einer Partei. Ist das zu wenig staatstragend? Mei, ich benutze Social Media als ein Teil, um über meine Arbeit im Bayerischen Landtag zu berichten. Und ich halte das auch für wichtig, weil man ja sozusagen über die Dinge, für die man kämpft, konsequenten Klimaschutz, mehr Kita-Plätze, gute Bildung für alle Kinder, sollte man halt auch darüber reden. Und in der heutigen Zeit geht es nicht nur übers Fernsehen und über die Zeitung, sondern eben auch über Social Media. Und da bin ich gerne präsent und gerne aktiv. Und deswegen habe ich kein Problem damit. Jetzt müssen wir noch mal kurz zurückschauen auf den Nockherberg. Das war wie jedes Jahr eigentlich sehr amüsant, vor allem, weil Ihre kongeniale Partnerin auf der Bühne wieder mal was ganz Tolles hingezaubert hat. Die Barbie, die also aus dem Fasching sich rüberrettet in ein sehr dubioses Krankenhaus. Davor allerdings gab es die Fastenpredigt. Und da hat der Maxi Schaffroth zu Ihnen gesagt, Katha, aufmerken. Zuhören ist was anderes als reden. Sie haben da gelacht, Sie lachen auch jetzt drüber, aber hat er da so einen wunden Punkt getroffen? Ja, es war einfach super witzig. Ich fand, der ganze Nockherberg war wieder ganz großes Kino. Die Fastenpredigt war auf den Punkt. Das Singspiel, künstlerisch großartig. Sina Reis, mein Double. Ich meine, was für eine Ehre, dass diese tolle Schauspielerin mich spielt. Also, ich liebe den Nockherberg, ich habe auch den Abend so super genossen. Und ja, Maxi Schaffroth hat in der Hinsicht recht, dass ich gerne kommuniziere. Und zum Kommunizieren gehört Zuhören, aber natürlich auch Reden, also beides. Aber hat er Sie da ein bisschen erwischt? Weil er wollte Ihnen ja damit indirekt sagen, Sie reden zu viel und hören zu wenig zu. Also ich glaube, ich mache beides. Das war ich schon immer auch so. Und ich finde es dann immer so ganz witzig, dass oft ja Menschen sagen, oh, alle Politiker sind gleich, stromlinienförmig, sagen die gleichen drei Halbsätze, kann man nicht unterscheiden. Und wenn man dann so ein bisschen ist, wie man ist und sich eben, obwohl ich jetzt schon auch schon 10 Jahre im Bayerischen Landtag bin, sich nicht verbiegen lässt und weiterhin ein Mensch mit Ecken und Kanten, mit Stärken, aber auch Schwächen ist, dann ist es wiederum manchen auch wieder nicht recht. Mein Learning daraus ist am Ende, so wie man ist, passt's. Und zur Politikerin gehört natürlich beides, zu horchen, was treibt die Menschen um. Deswegen bin ich ja auch im ganzen Land regelmäßig unterwegs, bei Unternehmen, bei Vereinen, bei Betrieben, mache viele Abendveranstaltungen, Schulzes Stammtisch zum Beispiel, mein neues Format, wo ich in alle Landkreise gehe. Und gleichzeitig ist natürlich auch mein Job zu reden, weil wenn ich nur im Landtag da sitze und nicht auf Markus Söders Regierungserklärung erwidere, dann würde ich auch meinen Job nicht richtig ausfüllen. Jetzt wirft man den Grünen vor, dass sie sich am liebsten in ihren eigenen Kreisen bewegen, ja? Wo man so einer Meinung ist, also dass es so eine Art Bubble gibt, in der man so zusammensitzt. Man weiß eh, wo man die Schwerpunkte so setzt und man redet so miteinander und das ein bisschen vergessen wird, dass wenn wir jetzt zum Beispiel aus der Großstadt rausgehen und nur ein paar Kilometer rausfahren, zum Beispiel von München oder von Ingolstadt raus, dass die Leute da schon ganz andere Probleme haben und ganz andere Lebenswirklichkeiten und dass die auch eine Rolle spielen sollten bei dem, was sie fordern und wie sie die Gesellschaft gestalten wollen. Die Menschen fühlen sich manchmal nicht so wirklich wohlgefunden in dem, was so ihre Planungen sind. Meine zwei Gedanken dazu. Zum einen sind wir als Bayerische Grüne im ganzen Land ständig unterwegs. Das mache ja nicht nur ich als Fraktionsvorsitzende, sondern alle Kolleginnen und Kollegen sind in ihren Stimmkreisen, sind in ihren Betreuungsstimmkreisen. Und wir haben als Grüne ja auch im Moment in der Hinsicht einen Lauf, dass wir ganz viele Neueintritte haben, nicht nur in der Stadt, sondern auch in den ländlichen Räumen, was uns sehr, sehr freut, weil mit jeder weiteren grünen Person steigt unsere Sichtbarkeit. Wir sind ansprechbar und das ist ja das, was wir sein möchten. Wir möchten für die Menschen ansprechbar
ansprechbar sein. Wir möchten mitbekommen, wo drückt der Schuh, was können wir politisch wieder in den Landtag mitnehmen und dort zu verändern. Und der zweite Punkt ist natürlich, über was für Themen reden wir eigentlich. Und wenn ich da unsere Programmatik anschaue, unser Programm, dann finde ich schon, dass wir viele Themen abdecken, die alle Menschen in Bayern betreffen. Ich halte nämlich nichts davon, von dieser Spaltung, die ja ein Markus Söder, ein Hubert Aiwanger gerne aufmacht, hier die Stadt, da das Land und gegeneinander, weil wir sind doch am Ende ein Bayern. Und die großen Probleme müssen wir zusammen lösen. Die Klimakrise löst München nicht alleine, löst aber auch irgendwie der Bayerische Wald nicht alleine. Die Energiewende mit Windrädern und Solarflächen kann man auch nicht in einer Großstadt hinbauen, sondern da brauchen wir das ganze Land. Genauso wie bildungspolitische Themen, dass jedes Kind einen gleichen Start ins Leben bekommen sollte. Das gilt für Land wie für Stadt. Und das sind die Themen, die uns umtreiben und die wir auch in die Fläche tragen. Wieso sind Sie bei ganz vielen Leuten mit so anderen Themen präsent? Die Grünen, das ist die Verbotspartei. Das ist im Moment so ein ganz landläufiger Begriff. Der hat sich richtig eingenistet. Und da geht's los mit, wir dürfen kein Fleisch mehr essen. Die wollen uns die Wurst vom Brotzeitbrill nehmen. Und das Auto müssen wir auch noch verkaufen. Und heizen dürfen wir auch nicht mehr. Und weiß der Geier was alles. Damit sind Sie doch sehr viel mehr präsent als mit den Punkten, die Sie jetzt gerade genannt haben. Wie kommt das? Dann nutze ich gleich mal die Gunst der Stunde, um Ängste abzubauen. Jeder kann weiter essen, was er oder sie möchte. Wir möchten einfach nur, dass die Tiere gut gehalten werden. Da teilen wir diese wichtige Haltung mit den Landwirtinnen und Landwirten ebenso. Und natürlich mit Teilen der Landwirte und Landwirtinnen, muss man sagen, an der Stelle, weil dass die Kuh in der Anbindehaltung kein gutes Leben hat, aber in Bayern durchaus populär ist, da sind wir uns hoffentlich einig. Ich meine, ich hatte ja jetzt unzählige Gespräche mit Landwirtinnen und Landwirten und da jeder Bauer, jede Bäuerin möchte, dass ihre Tiere es gut haben, weil also das habe ich bei jedem dieser Gespräche gehört und das Gleiche gilt auch beim Thema Auto. Da wollen wir halt, dass Bayern weiterhin ein Automobilland ist und dafür müssen wir halt weg vom Verbrenner hin zum E-Auto. Da ist ja wieder die politische Aufgabe, für genug Ladesäulen zu sorgen, wofür wir Grüne uns einsetzen. Aber all diese Sachen, Sie haben es ja gerade aufgelistet, das ist irgendwie so ein bisschen wie so ein alter Gassenhauer. Denn wenn ich mir die Tatsächlichkeit der verschiedenen Parteien angucke, stimmen die Vorurteile, die Sie gerade über uns aufgelistet haben, nicht, finden Sie nicht in unserem Programm. Aber wenn ich mir das Programm der CSU angucke, Sie verbieten jetzt das Gendern an den Schulen, wo ich mir denke, haben wir nicht im Bildungsbereich größere Aufgaben? Mhm. Es fehlen Lehrkräfte, wir müssen in den PISA-Schock, wir müssen also in die Bildung investieren. Sie haben weiter das Tanzverbot ganz vorne drauf. Jetzt sind Sie gegen die Legalisierung und Entkriminalisierung von Cannabiskonsumenten, wollen das weiter verbieten. Also würde ich jetzt mal ein Fragezeichen machen, wer hier die wahre Verbotspartei in Bayern ist. Das mag jetzt rational alles richtig sein, emotional sind es die Grünen. Das ist ganz klar. Also wenn man das, wir müssen uns ja jetzt nicht mit den Wahlprogrammen auseinandersetzen, sondern setzen uns jetzt mit der Stimmung und bei den Gefühlen von ganz vielen Leuten auseinander, die da wirklich Angst davor haben, dass die Grünen ihnen genau das alles nehmen wollen. Was wollen Sie dagegen tun? Ich glaube, da gelten zwei wichtige Dinge. Zum einen müssen wir in Teilen unsere Kommunikation verbessern. Ich bin immer kein großer Fan, auf andere zu zeigen und sagen, was die anderen alles nicht gut gemacht haben, sondern gerade wenn wir das Gebäudeenergiegesetz anschauen, da war unsere Kommunikation nicht gut. So, das darf einfach so nicht mehr passieren. Und zum anderen, glaube ich, gilt es einfach, das verlorene Vertrauen wieder aufzuholen und wieder zurückzugewinnen. Und ich glaube, dass wir Grüne das schaffen werden. Wir sind ja deswegen auch überall im ganzen Land unterwegs, nicht nur ich, sondern alle Kolleginnen und Kollegen, die Kommunalpolitikerinnen und die Kommunalpolitiker, weil das auch total wichtig ist, ansprechbar zu sein, nahbar zu sein. Ich habe zum Beispiel ein neues Format, das heißt Schulze Stammtisch, hat in Miesbach gestartet, war großartig. Wer sitzt denn da am Stammtisch? In Miesbach waren rund 80 Leute, die meisten nicht grün, wenn gleich die nächste Nachfrage kommt. Und ich habe mir dieses Format überlegt, weil ich mir dachte, ich möchte nicht so ein typisches Politikformat machen. Ich möchte nicht da vorne mich hinstellen und dann irgendwie 45 Minuten die Welt erklären und dann können zwei Fragen gestellt werden und dann gehen alle nach Hause, sondern ich will
miteinander reden. Weil ich persönlich finde, im Moment in unserer Gesellschaft wird zu viel übereinander geredet und zu wenig miteinander. Darum ist Schulze Stammtisch so ein Format, dass ich eine kurze Einführung gebe und dann setze ich mich an den Tisch, also dann wandere ich von Tisch zu Tisch und wir ratschen miteinander. Und da kamen alle Themen, also wirklich. Es war von irgendwie Cannabis über Anbindehaltung zur Demokratie, Bildungspolitik. Und mir macht es Spaß, weil das ist irgendwie intensiv, es ist direkter Austausch, es ist nah bei den Leuten. Also ich bin großer Fan, komme und habe jetzt das Ziel, in jedem Landkreis einmal bis zur nächsten Wahl zu sein. Mhm. Da haben Sie richtig was vor. Ja. In manchen Gelegenheiten kommen Sie überhaupt nicht dazu zu reden. Sie haben die Bauernproteste schon angesprochen. Da ging es gar nicht mehr ums Reden oder dass man Sie reden lässt, Sie und andere Vertreterinnen und Vertreter der Partei, sondern da ging es einfach nur noch um Wut und um Zorn. Wie gehen Sie damit um? Wie gehen Ihre Parteikollegen damit um, die ja zum Teil sehr drastische Erfahrungen gemacht haben mit den Bauernprotesten? Und heute würde man das so schön formulieren, was macht das mit Ihnen? Ja. Also ich glaube, als allererstes ist es wichtig zu sagen, dass Demonstrationen den Wesenskern einer Demokratie ausmachen. Also ich habe überhaupt gar kein Problem damit, wenn Leute demonstrieren. Das unterscheidet uns von Russland. Das habe ich auch jedem Landwirt gesagt. Ich so, in Russland würdet ihr genau einmal da stehen und dann wärt ihr weg. Und das macht ja die Demokratie aus, dass man für seine Themen auf die Straße geht, dass man auch sagt, was einem an der Regierung nicht passt. Und es müssen gewählte Politikerinnen und Politiker einfach auch aushalten. Es gibt aber eine Grenze. Und die Grenze ist, wenn es zu Gewalt, zu Bedrohungen, zu Einschüchterungen kommt. Und das ist ein Problem. Sie hatten gerade meine Partei angesprochen. Ich erinnere mich zum Beispiel an Hirscheid. Da haben ehrenamtliche Kommunalpolitiker von uns Grünen eine Mitgliederversammlung abgehalten. Und es waren rund 300 Landwirte vor der Tür. Es war eine bedrohliche Situation und die konnten ihre Veranstaltung nicht bis zum Ende führen. Und das ist so eine Situation, wo ich sage, Moment mal, da entgleitet was in der Gesellschaft. Weil egal, ob es eine grüne Mitgliederversammlung ist von Ehrenamtlichen oder eine CSU-Versammlung oder eine SPD-Versammlung, hier sind Menschen, die sich ehrenamtlich fürs Gemeinwesen einsetzen und die werden eingeschüchtert, teilweise bedroht, wenn sie was für die Gemeinschaft machen. Und da müssen wir, glaube ich, als Demokratinnen und Demokraten wachsam sein, müssen wir zusammenhalten und klar sagen, ja zu Demonstrationen, nein zu Gewalt und Einschüchterung. Als Sie das erste Mal die Ideen aus Berlin gehört haben, dass man an den Agrarsubventionen schrauben und streichen möchte, Ihre erste Reaktion? Meine erste Reaktion war, das geht so nicht. Und dann habe ich reagiert. Dann habe ich zusammen mit unserer Landesvorsitzenden Eva Lettenbauer und unserer agrarpolitischen Sprecherin Mia Goller einen ausführlichen Brief an den Bundeskanzler, an Robert Habeck, an Cem Özdemir und auch an Christian Lindner geschickt, wo wir klar gesagt haben, ihr könnt nicht diese Subventionen von heute auf morgen so streichen. Wir stellen Gegenfinanzierungsvorschläge, zum Beispiel ein angepasstes Dienstwagenprivileg. Und wir sagen auch klar, wir müssen den Landwirten bei der Umstellung helfen, also weg von den fossilen Brennstoffen hin zu Biokraftstoffen, haben uns also da zusammen mit Cem Özdemir, unserem Bundeslandwirtschaftsminister, dafür eingesetzt, dass diese beiden Streichungen so nicht kommen werden. Und ich würde mal sagen, wir haben Erfolg eingefahren, weil sie kamen am Ende ja so nicht. Da war das Kind schon längst im Brunnen und es ist noch im Brunnen, ne? Das wissen wir. Also das ist jetzt vielleicht so, dass die Bauern gerade weniger protestieren, weil es mehr auf den Feldern zu tun gibt. Aber tatsächlich habe ich nicht das Gefühl, dass die ernsthaft befriedet sind. Hätte es nicht, also das muss doch so Punkte in ihrem Leben geben, wo sie sich hinsetzen und sagen, was machen die da in Berlin eigentlich? Weil es hätte ja Privilegien gegeben, es hätte Förderungen gegeben in wesentlich mehr Umfang, ja, die wesentlich mehr gebracht hätten, wenn man die streicht, als ausgerechnet jetzt in dem Segment anzufangen. Verzweifeln Sie manchmal auch an dem, was da in Berlin passiert? Oh, ich würde es. Ich habe lange Handball gespielt, da weiß ich, dass man auch mal anstrengende Spiele hat und dass man manchmal auch hinten liegen kann und dass man sich dann vorkämpfen muss. Deswegen bin ich da eher so der Typ, dass wenn ich sowas höre, dass ich mir denke, wie können wir das denn verändern? Wie können wir das denn verbessern? Und wir haben uns dann als Bayerische Grüne nicht zum ersten Mal erfolgreich in Berlin ja für eine Änderung stark gemacht. Und das kam dann am Ende auch. Also das würde ich jetzt mal als unseren Erfolg verbuchen. Aber wenn ich jetzt so an meine Gespräche in den letzten Wochen, Monaten, Jahren an die Landwirte denke, würde ich sagen, und das haben ja auch alle bestätigt, dass diese Streichung der Subventionen das Fass zum Überlaufen gebracht hat.
aber auf diesem Fass eigentlich dick und fett draufsteht, 30 Jahre verfehlte CSU-Agrarpolitik. Weil dieses Wachse oder Weiche, ich muss einen größeren Hof haben, ich muss mehr Tiere halten, nur dann bekomme ich die Unterstützung und Förderung, ja genau die Landwirte in diese Ecke gedrängt haben, wo sie eigentlich nicht sein wollen. Das hat aber mehr mit der EU zu tun als mit der CSU. Also da ist die EU-Förderung ja ausschlaggebend dafür. Ja, aber wer war den letzten Jahre und Jahrzehnte CSU-Landwirtschaftsministerin oder Landwirtschaftsminister in Bayern und im Bund? Wer verhandelt dort auf EU-Ebene all diese Agrarsubventionen? Das liegt schon an der Union und da muss man das Kind auch ganz klar beim Namen nennen. Und deswegen sind wir ja auch als Grüne ständig in den Gesprächen mit den Landwirtinnen und Landwirten, weil uns ja teilt diese Forderung, dass Landwirte mehr Planbarkeit brauchen und von ihrer Arbeit auch leben wollen. Das ist ja das, worum es geht. Die Landwirtschaft macht ja für uns alle unser Essen. Da können wir ja total dankbar sein, dass wir was zu essen haben. Wir haben also einen unglaublich wichtigen Teil unserer Gesellschaft und brauchen dafür natürlich die passenden Rahmenbedingungen. Und so wie es die letzten 30 Jahre durch die Konservativen vorangetrieben wurde, ist es in unseren Augen nicht der richtige Weg. Sie haben gerade unbewusst wirklich den Konservativen ein Wahnsinnskompliment gemacht in Deutschland, weil sie die Meinung vertreten, dass ein CSU-Landwirtschaftsminister die ganze EU dazu bringt, das so auszugestalten, wie wir uns in Deutschland das vorstellen. Das ist sehr schmeichelhaft. Das glaube ich auch ehrlich gesagt nicht. Natürlich sitzen die Landwirtschaftsminister und Ministerinnen der verschiedenen EU-Länder bei all diesen Themen mit am Tisch. Und auch die Bundesrepublik und auch der Freistaat Bayern gibt ja Förderungen und Subventionen für unsere Landwirte. Also ist es doch ganz klar, dass wenn sich zum Beispiel Landwirtinnen und Landwirte über die mangelnde Planbarkeit beschweren, dass auch eine CSU-Landwirtschaftsministerin ihren Teil dazu beiträgt. Ich gebe Ihnen ein konkretes Beispiel. Uns wurde immer gesagt und wird immer gesagt, dass eins der großen Probleme ist, dass die mangelnde Planbarkeit von Angebot und Nachfrage. Dann haben wir Grüne uns schon weit vor den Protesten gedacht, da müsste es doch eine kluge Lösung geben. Und wir haben das Modell entwickelt, dass wir sagen, in allen Kitas, in allen Schulen, in allen staatlichen Kantinen wie Landratsämter etc. soll es in Zukunft in Bayern Bio- und regionales Essen geben. Aus unserer Sicht würden wir dort zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, buchstäblich. Wir würden zum einen einen sicheren Absatzmarkt für unsere Bäuerinnen und Bauern hier vor Ort schaffen. Wir könnten das als Freistaat Bayern machen. Und zum anderen würden wir dafür sorgen, dass Kinder und Jugendliche ein gesundes, gutes Mittagessen bekommen. Weil wenn wir die Zahlen auch in Bayern anschauen, ist Kinderarmut weiterhin ein großes Problem. Und ich möchte nicht, dass Kinder mit knurrenden Magen in der Schule sitzen. Jetzt kommt der Recht auf Ganztags. Kinder werden länger in der Schule sein. Da lohnt sich's doch dort, ein gesundes Mittagessen für alle Kinder anzubieten. Wäre es denn finanzierbar, wenn es bio und regional sein soll? Das sind nicht die billigsten Nahrungsmittel auf dem Markt. Aber den Kindern gegenüber sollte uns das wert sein, dass die ein gutes Mittagessen bekommen. Wir haben diesen Gesetzentwurf im Landtag eingebracht. Die Söder-Regierung hat es abgelehnt. Wir werden auch weiter da dranbleiben. Und ja, es würde uns Geld kosten, aber man kann ja, das ist ja das Schöne an Politik, Geld unterschiedlich einsetzen. Wir haben gerade Haushaltsverhandlungen im Bayerischen Landtag und da zeigt sich deutlich, dass die Söder-Regierung ideenlos ist und vor allem in unseren Augen falsche Prioritäten setzt. Wir würden einfach konsequent umschichten. Wir würden zum Beispiel kein Geld für den Straßenneubau mehr hergeben, weil wir sagen, Bayern ist mit Straßen wirklich gut erschlossen. Wir würden noch Geld in die Sanierung stecken, weil wir müssen Brücken sanieren, wir müssen Straßen sanieren, aber neue Straßen gibt es mit uns nicht. Und dafür könnten wir da, was Geld übrig ist, zum Beispiel für die Kinder, in die Bildung, in die Kita-Plätze, in gesundes Bio- und regionales Mittagessen stecken. Also wie immer in der Politik, und das ist ja auch das Schöne, ist es eine Frage der Prioritätensetzung. Und wir würden unsere Prioritäten eben anders legen, als Markus Söder es tut. Das ist quasi natürlich gegeben. Das ist sicher in allen Bereichen so. Lassen Sie uns noch mal schnell auf einen Punkt zurückkommen, den Sie angesprochen haben im Zuge Ihres neuen Stammtischs, nämlich die Kommunikation untereinander, die ja wirklich sehr ruppig geworden ist, muss man sagen. Es gibt wirklich altgediente Bürgermeister, etablierte Bürgermeister in Bayern, egal welcher politischen Couleur übrigens, die sagen, ich tue mir das nicht mehr an, ich tue es meiner Familie nicht mehr an, weil das, was mir da entgegenschlägt, dieser Mangel an Diskussionswillen und nur noch ist alles fürchterlich, ist alles Hass, das mache ich nicht mehr. Sie sind jetzt auch schon etliche Jahre in der Politik. Begegnet Ihnen das auch so? Ja,
Und ich finde auch, dass es schlimmer geworden ist. Und ich finde, es ist ein riesen Warnsignal an uns alle, wenn Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker, die mit Leidenschaft und Liebe Politik für ihre Stadt, für ihr Dorf, für ihren Landkreis machen, sagen, ich kann das nicht mehr. Waren Sie auch schon mal an dem Punkt? Ich selber war noch nicht an dem Punkt, aber ich kann jetzt auch nicht hier sitzen und sagen, och, alles perlt an mir ab und mir ist alles total egal. Ich habe schon Tage, wo ich irgendwie in der Früh aufwache, mein kleiner Sohn liegt neben mir, ich gucke. Ich weiß, man soll nicht gleich ins Handy gucken, wenn man aufwacht. Ich mach's trotzdem. Und dann guckst du in deine ich hätte Ihnen alles andere auch nicht geglaubt. Und dann guckst du in deine E-Mails und liest irgendwie die erste Vergewaltigungsandrohung. An manchen Tagen denke ich mir da schon auch so, oh, am liebsten wieder Decke über den Kopf. Mhm. Und an anderen Tagen denke ich mir, gut, wird sofort angezeigt. So lasse ich mit mir nicht umgehen. Ich bin, glaube ich, eher der Typ, der dann sagt, ich weiche sicher nicht. Weil du willst ja, dass ich weiche. Aber es gibt einfach noch so viele Dinge, die wir hier verbessern und verändern müssen, dass ich mich sicher nicht zurückziehen werde. Aber ich kann auch emotional nachvollziehen, wenn jemand nach vielen, vielen Jahren, wenn dann vielleicht auch noch die Familie mit bedroht wird, irgendwann sagt, es langt jetzt. Und ich glaube, das muss uns Demokratinnen und Demokraten klar sein, dass sich dort was in eine ganz gefährliche Richtung entwickelt. Weil das sind ja nicht nur die Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker. Das nächste Mal trifft es jemand, der bei der Freiwilligen Feuerwehr aktiv ist, der im Sportverein die Handballjugend trainiert, der über einen Shitstorm heimgesucht wird übers Internet. Und das sind einfach Enthemmungen, die so nicht gehen. Kennen wir ja schon lange aus Fußballspielen, wo keine Schiedsrichter mehr gefunden werden im Amateurbereich, weil die so angefeindet werden, wie damit umgehen. Ich glaube, als allererstes braucht es einen Schulterschluss aller Demokratinnen und Demokraten. Ich sage immer gerne, in der Farbe getrennt, aber in der Sache müssen wir vereint sein. Also wir, die Demokratinnen und Demokraten, wir sind noch mehr in diesem Land. Die anderen sind nur unglaublich laut, die sind nur unglaublich wild, die schreiben unglaublich, haben unglaublich viel Zeit, um in dieses Internet irgendwelche Dinge zu schreiben. Und ich glaube, wir anderen müssen sozusagen aufstehen, wir müssen dagegenhalten, wir müssen aufzeigen, wie dort die Mechanismen funktionieren, wie da die Einflussnahme von rechtsextremen Akteuren, von Russland und Co. abläuft, sodass Demokratinnen und Demokraten nicht alleine sind. Das ist, glaube ich, was jeder von uns tun kann. Und auf der anderen Seite müssen wir politisch aktiv werden. Ich setze mich ja schon lange für eine virtuelle Polizeiwache ein. Was bedeutet das? Das bedeutet Folgendes: Wenn eine Trainerin vom Sportverein um 23 Uhr eine Vergewaltigungsandrohung ins Postfach geschickt bekommt, muss sie Stand heute am nächsten Tag auf die Polizeistation gehen, ihren Laptop mitnehmen, alles mega kompliziert, um das anzuzeigen. In anderen Bundesländern gibt es eine virtuelle Polizeiwache. Dann machst du einen Screenshot, schickst es an die virtuelle Polizeiwache, hast also Waffengleichheit. Ich kann genauso vom Sofa, während der mich beleidigt, das anzeigen und muss nicht erst zur Polizeistation gehen. Das wäre, glaube ich, so eine sinnvolle Maßnahme, um Menschen, die von Hass und Hetze im Netz bedroht werden, konkret zu helfen. Insgesamt muss man sagen, die von Ihnen sehr oft gescholtene Staatsregierung macht bei dem Thema sehr viel. Also es gibt einen Justizminister, Georg Eisenreich, und einen Innenminister, Joachim Herrmann. Die haben sich das auf die Fahnen geschrieben. Da gibt es jetzt eine Schwerpunktstaatsanwaltschaft. Es gibt einen Generalstaatsanwalt, der sich da verschärft drum kümmert, etc. Es gibt neue, einfach auch neue Ermittlungsmethoden und Ermittlungsteams, die dem nachgehen. Ist das jetzt so ein Punkt, wo Sie mal sagen, ja, da bin ich aber mit Ihnen zufrieden? Ich würde sagen, der stete Tropfen hat gewirkt. Ich bin sehr froh, dass dort was vorangeht, weil das Thema Hass im Netz, seit ich im Landtag bin, treibt mich das um. Ich habe da x Anträge schon im Innenausschuss die ganzen letzten Jahre gestellt. Und ja, da hat sich die bayerische Staatsregierung bewegt. Und das ist gut und das ist wichtig und das ist nötig. Es wurden zum Beispiel solche Ideen wie die Meldestelle Respekt, die wir Grüne gefordert haben, jetzt übernommen. Auch die Schwerpunktstaatsanwaltschaften haben wir immer gefördert. Das ist gut, das begrüße ich, weil es eben so dringend notwendig ist und wir dort auch als demokratische Fraktionen, auch wenn wir unterschiedliche Parteifarben haben, uns unterhaken müssen, um die Menschen in Bayern vor Hass und Hetze, vor Beleidigung, Bedrohung, vor Antisemitismus, vor Rassismus wirksam zu schützen. Und wie das funktionieren soll, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das schauen wir uns gleich an nach einer ganz kurzen Pause.
Die Anzahl und Professionalität von Cyberangriffen nehmen immer weiter zu. Selbst die besten technischen Sicherheitskonzepte bieten keine absolute Sicherheit. Wer die Chancen der Digitalisierung für sich nutzen möchte, der muss auch die damit einhergehenden Risiken managen. Schützen Sie Ihr Unternehmen durch professionelles Cybersecurity-Management. Informieren Sie sich jetzt unter www.cyberriskagency.de. Höfner Primetime Deal. Mit unseren Einkaufsgutscheinen bis zu 6.000 Euro sparen. Nur bis 16. April. Mehr auf höfner.de. Jeder Mensch ist ein einzigartiges und kostbares Wesen. Aus diesem Grund sind wir stolz, Ihnen das Beste der 5-Sterne-Gastfreundschaft beim Hotel Premier und dem Hotel Präsident von Abanotherme zu bieten. Die modernsten Schlammtherapieabteilungen Europas zur Regeneration von Körper und Geist. Exklusive Spa-Erlebnisse, heiße Thermalbecken und unsere Küche ist bereit, Sie zu verwöhnen. Grupo V Hotels freut sich, Sie begrüßen zu dürfen. Das war für die Grünen sicher kein angenehmer Moment, nach den letzten Wahlen im Oktober festzustellen, dass sie nicht die stärkste Oppositionspartei im Landtag sind. Das ist die AfD. Wie ist es Ihnen gegangen am Wahlabend, als Sie das wirklich erst mal vor der Brust hatten? Das war sehr, sehr schmerzhaft, weil wir in dem Landtagswahlkampf als Grüne in ganz Bayern alles gegeben haben und dann so knapp nicht stärkste Oppositionskraft zu werden, tut bis heute weh. Und vor allem, wenn man dann auch sieht, wer jetzt das ist, eine in Teilen rechtsextreme Partei, die das Chaos liebt, die Krawall nur möchte, dann ist es nicht nur als grünes Mitglied, sondern auch als Demokratin sehr schmerzhaft. Es berichten ganz viele, die im Landtag arbeiten oder ihrem Mandat nachgehen, dass sich die Stimmung noch mal nachhaltig verändert hat, weil die AfD-Fraktion nicht nur größer geworden ist, sondern auch noch radikaler. Sehen Sie das auch so? Eindeutig, die AfD in Bayern ist in großen Teilen rechtsextrem, wird deswegen ja auch vom Verfassungsschutz beobachtet. Und das betrifft nicht nur die Abgeordneten, sondern auch deren Mitarbeiter, die zum Teil in rechtsextremen Vereinigungen organisiert sind. Und die werden von Steuergeldern bezahlt. Also das ist eigentlich ein absoluter Skandal. Und man sieht auch an der Arbeit der AfD, dass es ihnen nicht um Inhalte und Themen geht. In den Ausschüssen sind sie immer merklich still. Da wird nicht inhaltlich diskutiert. Kann man den Antrag noch verbessern oder verändern? Und im Plenum probieren sie dann, im Plenarsaal, probieren sie dann die große Show abzuziehen mit Verschwörungsmythen oder rassistischen Äußerungen und allem, was man sich sonst noch vorstellen kann. Und ich finde, das ist auch unserem Bayerischen Landtag, dem Hohen Haus der Demokratie, buchstäblich nicht würdig. Es gibt sehr unterschiedliche Ansätze, wie man mit der AfD umgehen soll. Die einen sagen, nicht einmal ignorieren. Die anderen sagen, voll auf Attacke dagegen. Wie sehen Sie das? Ich glaube, man muss mehrere Dinge gleichzeitig tun. Ich glaube, dass man zum einen aufklären muss. Ich möchte zum Beispiel mal gerne genauer wissen, wie laufen denn da alle diese Finanzströme? Woher kommt deren ganzes Geld? Wie hängen denn die Verbindungen mit Russland zusammen? Erst neulich sind AfD-Abgeordnete aus Bayern zur Wahlbeobachtung nach Russland gefahren. Also da klingelt es ja schon, wie da wohl diese Verbindungen eng sind und dass Russland ein Interesse daran hat, unsere Demokratie hier in Deutschland zu destabilisieren, ist ja wahrlich auch kein Geheimnis. Das heißt, die, die sich immer als größte Heimatbewahrer darstellen, sind eigentlich die, die unsere Heimat und die unsere Demokratie verkaufen und kaputt machen wollen. Also ich glaube, dieses Thema Aufklärung, sichtbar machen, deren Grenzüberschreitungen, deren Chaos und Krawall auch sichtbar zu machen, ist notwendig, damit die da nicht einfach weiter agieren können, wie sie wollen.
Und zum anderen, glaube ich, müssen wir schon auch gucken, wo wir Gesetze noch mal verschärfen können. Das war übrigens eine, wie ich finde, gute Sache, dass wir demokratische Fraktionen im Bayerischen Landtag jetzt das Abgeordnetengesetz noch mal verschärft haben. Wenn man im Bayerischen Landtag jetzt in der Plenarsitzung stört, beleidigt oder sonstige Aktivitäten dort macht, die nicht in einem Plenarsaal verloren, dann kann man jetzt ein Ordnungsgeld, kann die Präsidentin verhängen. Das sind, glaube ich, gute Maßnahmen. Und ich glaube, der dritte wichtige Punkt ist, dass man selber eine gute Politik macht. Dass man Lösungen für die vielen Herausforderungen, die wir in unserer Gesellschaft haben, anbietet. Angefangen beim Thema Bildungskrise, es fehlt an Lehrkräften, es fehlt an Erzieherinnen. Weiter mit zum Thema Stabilisierung der Wirtschaft, saubere, bezahlbare Energie, bis hin zum bezahlbaren Wohnraum etc. Also all diese Dinge, da sind wir als demokratische Parteien und Fraktionen natürlich auch gefragt, einen guten Job zu machen. Aber da haben Sie natürlich den Fluch der Oppositionspartei. Sie können gute Vorschläge bringen, noch und nöcher. Im Normalfall würde man sagen, ja, danke Grüne, ne? War super, dass ihr euch gemeldet habt. Und das, was Sie jetzt schon mehrfach angebracht haben, das ist ein Vorschlag von uns. Das hatten wir schon mal angeregt, da hat sich das und das durchgesetzt. Das wird in der Öffentlichkeit nicht wahrgenommen als solches, dass das mal ein Vorschlag von Ihnen war, der dann über, sage ich mal, Jahre durchmeandriert ist in die Staatsregierung. Wie können Sie sich denn da sichtbar machen? Ich würde mal sagen, das sind dann die kleinen Erfolge aus der Opposition. Du hast jahrelang für ein Thema gekämpft, wurde immer abgelehnt und irgendwann macht es die CSU doch. Und meine persönliche Meinung ist, dass es ja irgendwie nett ist, wenn man es so schafft. Aber noch besser wäre es natürlich, wenn man nicht nur in Schönheit am Spielfeldrand stirbt, sondern selber aktiv mitgestalten kann. Also sprich in Regierungsverantwortung Dinge auch umsetzen kann. Das ist natürlich unser großes Ziel, weil wir einfach die Dringlichkeit sehen. Wir können es uns einfach nicht mehr leisten, so lange mit dieser Kraftlos-Koalition aus Söder und Aiwanger noch mal jetzt hier irgendwie 5 Jahre rumzulavieren. Markus Söder, der lieber in China unterwegs ist, anstatt sich um Bayern zu kümmern. Hubert Aiwanger, der irgendwie in jedes Mikrofon reinbrüllt. Aber das ist mir jetzt ehrlich gesagt, das ist jetzt fast so polemisch wie Hubert Aiwanger in manchen Äußerungen. Ich meine, dass ein bayerischer Ministerpräsident in das Land fährt, das unser größter Exportpartner ist, das ist ja doch eigentlich schon auch Teil seiner Jobbeschreibung. Also für die Außenpolitik ist die Bundesregierung zuständig und nicht Landesfürsten. So steht es jedenfalls in der Aufteilung zwischen Bund und Ländern. Aber abgesehen davon gäbe es ja in Bayern auch noch viele Dinge zu tun. Ich habe das große Thema Bildung angesprochen. Ich habe x E-Mails in meinem Postfach von Eltern, die verzweifelt sind, weil sie entweder keinen Kita-Platz bekommen oder weil Erzieherinnenmangel da ist, die Kita früher zumacht, wo dann vor allem Frauen drunter leiden, weil sie dann nicht so viel arbeiten oder kürzer treten müssen in der Arbeit, obwohl sie gut ausgebildet sind, obwohl sie arbeiten müssen oder wollen. Und das sind halt alles Themen, wo ich eigentlich erwarte, dass die bayerische Staatsregierung Lösungen auf den Tisch legt. Also ich hoffe, dass die bayerische Staatsregierung auch arbeitet, wenn Markus Söder in China ist. Ich glaube nicht, die stellt ihren Betrieb ein und hört das Denken auf. Also da bin ich mir relativ sicher. Nur sie sprechen natürlich da auch Themen an, für die es keine einfachen Lösungen gibt. Also dass wir vielleicht sogar genügend Räume, aber nicht genügend Erzieherinnen und Erzieher haben, das wissen wir. Nur wir wissen mittlerweile auch, dass die Lösung dafür nicht besonders einfach ist und dass es dafür keinen mit einem Fingerschnippen vorgelegten Plan gibt, außer Sie haben den in der Tasche und ich kenne ihn noch nicht. Die Aufgaben sind groß und deswegen ist es ja so bitter, dass die letzten Jahre mit offenem Visier auf die Wand zugefahren wurde und eben nicht die entscheidenden Stellschrauben gedreht wurden, an denen wir hätte drehen müssen. Ich gebe Ihnen in dem Kita-Bereich ein Beispiel. Wenn man mit Erzieherinnen und Erziehern spricht, die diesen Beruf ja voller Liebe angefangen haben, sind ganz viele kurz vorm Aufhören oder Hören tatsächlich auf. Die sagen, ich liebe meinen Job, aber die Arbeitsbedingungen gehen so nicht mehr. Das heißt, es wäre doch Aufgabe von der Politik, dafür zu sorgen, dass wir Erzieherinnen und Erzieher von Aufgaben entlasten können. Dass wir mehr Hauswirtschaftlerinnen einstellen, dass wir bei der Verwaltung irgendwie gucken, wo wir entlasten können, sodass eine ausgebildete Erzieherin das machen kann,
wofür sie ausgebildet ist, mit den Kindern und ihren verschiedenen Bedürfnissen zu arbeiten. Da musst du Geld in die Hand. Wo nehmen wir denn die Hauswirtschaft darin her? Wir haben Arbeitskräftemangel in jeder Branche. Das ist ja nicht so, dass wir jetzt mit dem Finger schnippen und dann hat jede Kita in Bayern, auch wenn sie es sich leisten könnte, eine Hauswirtschafterin und dann vielleicht noch eine Sachbearbeiterin, weil wir natürlich tatsächlich ein großes Bürokratiethema haben. Aber auch selbst die Zahl der Erzieherinnen und Erzieher wird niemals reichen. Niemals. Deswegen müssen wir mehrere Dinge parallel machen. Wir müssen zum einen die, die schon in dem System Kita sind, halten durch bessere Arbeitsbedingungen. Wir müssen gleichzeitig dafür sorgen, dass dieser Beruf attraktiver ist, dass man zum Beispiel als Kinderpflegerin in den ersten Jahren der Ausbildung immer noch kein Gehalt verdient. Ist in meinen Augen skandalös. Das ist der Wahnsinn. Wie kann dieser Beruf attraktiv sein, wenn wir jungen Leuten sagen, mach doch Kinderpflegerin und boah, verdienst aber erstmal nichts. Also auch da könnte der Freistaat Bayern etwas tun. Und gleichzeitig müssen wir natürlich dafür sorgen, dass wir mehr Menschen in Arbeit bringen. Menschen, die beispielsweise hier zu uns gekommen sind, die gerne arbeiten würden, aber die noch nicht arbeiten dürfen. Also es gilt, als eine große Kraftanstrengung zu ergreifen, um die vielen Stellschrauben, um die vielen Probleme und Herausforderungen, die wir haben, anzupacken. Und das ist meine Kritik an der Söder-Regierung, dass sie gerne schöne Überschriften produziert. Hier kuscheln wir mit einem Panda, da reden wir mit irgendjemand dies, das. Aber das, was eigentlich angepackt gehört, das habe ich nur den Kita-Bereich angeguckt. Mhm. Wir können weitermachen mit der Bildung, Energiewende. Da tröpfelt es etwas dahin. Und das ist, glaube ich, skandalös für die Menschen in unserem Land. Also ich finde, man sollte schöne Fotos nicht kritisieren, weil jeder Politiker sehr gerne schöne Fotos macht, ob der mit dem Panda kuschelt oder nicht. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, Frau Schulze, ich habe noch nie mit dem Panda gekuschelt. Ja, aber wenn man ihnen reichen würde, sie würden wahrscheinlich auch nicht sagen, geht's mir weg mit dem Vieh. Nein, das ist ja auch voll okay. Aber wenn deine Leistung ansonsten nicht, wenn du sonst nicht lieferst, ist es dann halt ein bisschen wenig. Und das ist meine Kritik. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, den Sie schon angesprochen haben, nämlich, dass Sie aktiv mitgestalten wollen. Mhm. Die Idee ist insofern besonders interessant, weil Sie endlich, und man sagt das bei Frauen wirklich selten, alt genug sind. Sie könnten bayerische Ministerpräsidentin werden. Herzlichen Glückwunsch erstmal dazu. Nein, ich bin immer noch 38. Noch könnte ich es nicht. Aber bei den nächsten Wahlen wären Sie dann endlich alt genug, muss man auch sagen. Also, dass man als Frau wirklich alt genug wäre. Aber egal, haken wir uns nicht an diesem Punkt fest. Aber interessant finde ich das schon, weil die Grünen werden, also selbst bei, glaube ich, jeder Anstrengung von jedem Mitglied werden Sie nicht eine absolute Mehrheit in Bayern bekommen. Das heißt, Sie brauchen einen Partner. Da gibt es jetzt nicht so viele, die im Angebot stehen. Die SPD ist gerade mal auf 8,4% gekommen bei den letzten Wahlen, wird nicht reichen. Dann kommt jetzt diese Söder-Regierung, beziehungsweise dieser Markus Söder, der aus Gründen, die mir noch nicht ganz klar sind, am allerliebsten auf den Grünen rumhackt und jedes Bündnis mit ihnen ausschließt. Deswegen ist es unser klares Ziel, bei der nächsten Wahl so stark zu werden, dass niemand an uns vorbeikommt. Wir als Grüne machen keine Ausschließeritis. Wir sind bereit, nach jeder Wahl mit allen demokratischen Parteien zu reden. Ich halte das auch in der momentanen Zeit für absolut richtig. Weil die Herausforderungen eben so groß sind, muss man gucken, wie man das Beste aus verschiedenen Welten zusammenbringt. Und am Ende, und das ist ja das Schöne an der Demokratie, entscheidet das weder ich noch Markus Söder alleine, sondern die Bürgerinnen und Bürger, die wählen gehen. Und danach gilt es, sich zusammenzusetzen und zu gucken, mit welcher Partei kann ich am meisten von den Dingen umsetzen, die für dieses Land wichtig sind. Ich sehe gerade so eine Schlagzeile vor mir, die Katar und der Hupsi machen die neue Regierung. Wäre das für Sie eine Möglichkeit? Also noch haben wir 4,5 Jahre bis zur nächsten Landtagswahl. Schauen wir mal dann, wie wir kurz vor der Wahl mit den Umfragen stehen und wie dann die Lage ist. Aber das sind, glaube ich, diese Themen, wo ich mir manchmal nicht so sicher bin, ob wir als Politikerinnen und Politiker nichts Spannenderes finden wie Farbenlehre und vielleicht Bürgerinnen und Bürger lieber wissen wollen, was machen denn eigentlich diese Parteien? Was haben die eigentlich vor für mich, für die Gesellschaft? Und deswegen bin ich ja so ein großer Fan von einer harten inhaltlichen Auseinandersetzung, von einem Debattieren über Themen. Die können ja auch gerne unterschiedlich sein. Also ich liebe Diskussionen, wo man sich nicht einig ist. Und ich glaube, man lernt am meisten, wenn man in ein Gespräch geht, mit der Haltung, die oder der andere könnte auch mal recht haben. Ich glaube, mit dieser Haltung kommen wir nur voran, wenn beide Seiten oder wer auch immer miteinander spricht und diskutiert, diese Offenheit bewahrt. Und ich glaube, diese Offenheit brauchen wir in der heutigen Zeit, weil die Herausforderungen komplex, miteinander verschränkt, vielschichtig,
parallel sind, da brauchen wir Menschen, die Lust haben, dieses Land zu gestalten, die sich unterhaken, die keiner Diskussion aus dem Weg gehen und die vor allem immer das Beste wollen. Ich fände es großartig. Ich fände es wirklich großartig, auch wenn das Unterhaken funktionieren würde, auch wenn man mal zum Beispiel Abstand nehmen würde vom eigenen Parteibuch und sagen würde, wir suchen jetzt alle nach der besten Lösung und es ist vielleicht ein Mix aus allem, aber Dann ist es toll. Aber ich sehe die Chance ehrlich gesagt nicht, weil jeder ja mehr oder weniger nur auf den anderen draufhaut und sagt, erstens, ich weiß es besser und zweitens, deine Ideen sind doof. Und das betrifft alle Parteien. Also, dass jede Partei natürlich erstmal davon überzeugt ist, dass ihre Ideen gut sind, ist, glaube ich, in der Natur der Sache, weil sonst wäre man wahrscheinlich nicht in dieser Partei. Als Bayerische Grüne haben wir uns klar festgehalten, dass wir sehr wohl Anträgen und Gesetzentwürfen der Regierung zustimmen im Bayerischen Landtag, wenn wir sie für sinnvoll erachten, weil uns genau das so ärgert, was Sie gerade beschrieben haben. Da kommt ein grüner Antrag und der wird nur abgelehnt, weil da Bündnis 90 die Grünen draufsteht. Da geht es nicht um Inhalte, sondern weil er von uns kommt. Und wir wollen das aufbrechen, weil wir glauben, Entscheidungen... Haben Sie das schon mal gemacht? Ja, wir haben schon immer mal wieder Anträgen oder Gesetzentwürfen der Regierung zugestimmt. Das werden wir auch in dieser Legislatur so weiter handhaben. Wir werden natürlich auch unsere eigenen Ideen einbringen, weil wir wollen ja auch aufzeigen, wie wir Bayern voranbringen möchten. Aber ich glaube, wenn wir in der heutigen Zeit nicht anfangen, mehr miteinander zu arbeiten und zu reden, dann werden wir diese großen Herausforderungen nicht lösen. Und da, glaube ich, gilt es auch immer, bei sich selber anzufangen, selber zu gucken, wie kann ich meinen Teil dazu beizutragen. Und deswegen haben wir als Bayerische Grüne uns jetzt auch für diese 5 Jahre 2 Sachen vorgenommen. Zum einen sind wir Kontrollorgan der Regierung. Als Opposition gucken wir ganz genau, was macht Markus Söder, was macht Hubert Aiwanger, was macht diese Regierung. Das ist unser Job. Machen die Sachen richtig? Wo müssen wir rein? Wo müssen wir kontrollieren? Wo müssen wir genau hinschauen? Und der zweite große Thema, was wir haben, dass wir uns als Impulsgeberin sehen. Wir wollen aufzeigen, wie man es auch machen könnte. Wir möchten unsere Ideen in die Mitte des Tisches, in die Mitte des Plenarsaals legen und sagen, lasst uns darüber diskutieren. Was meint ihr? Wie können wir es anders machen? Das sind so die zwei Themen. Da? Also ich versuche mir gerade vorzustellen, dass, und zwar versuche ich mir sowohl bei Markus Söder als auch bei Hubert Aiwanger vorzustellen, dass einer von beiden sagt, Frau Schulze, da haben Sie recht, das machen wir so. Ich kann es kaum zu Ende denken, geschweige denn mir vorstellen, dass es so passiert. Wird es so passieren? Wir haben ja gerade vorhin über das Thema Hass im Netz und wie man das bekämpfen kann gesprochen. Da würde ich sagen, es ist uns gut gelungen. Ich habe einfach unzählige Mal dieses Thema im Innenausschuss angesprochen, x Anträge gestellt, mit den Kolleginnen und Kollegen der Regierung in Einzelgesprächen gesprochen. Dann wurden die Zahlen auch immer klarer, dass wir dort ein Problem haben mit Hass im Netz. Und jetzt haben Sie ja selber festgestellt, dass die Staatsregierung im Bereich Justiz und innere Sicherheit ein paar gute Gedanken und Vorschläge auch gemacht haben. Und ich glaube, das ist einfach Teil von Opposition sein, dass du als steter Tropfen diesen Stein höhlen musst, in diese Debatte gehen musst und auch immer wieder die anderen herausfordern musst, sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Und das, so sehen wir unsere Aufgabe als Opposition im Bayerischen Landtag. Lassen Sie uns zu guter Letzt noch Werbung für ein ganz anderes Ereignis machen. Am 6. Juni sind Europawahlen. Und die Europawahlen, die sind für viele Leute so eher so ein bisschen abstrakt, ne? Da irgendwie so irgendwo irgendwas ist da. Warum muss ich da hingehen? Wie wichtig ist Europa für uns? Europa ist super wichtig. Es ist meine Heimat. Ich bin so dankbar, dass ich an diesem schönen Fleckchen hier leben darf, dass ich hier geboren bin, dass ich, wenn ich möchte, nach Österreich, nach Italien fahren kann, nach Tschechien, nach Dänemark, dass wir hier diese Freizügigkeit haben, dass wir leben in einer Europäischen Union, wo ich arbeiten, leben, lieben kann, wie und wo ich möchte. Und das ist einfach ein Riesenschatz. Und das, glaube ich, ist bei dieser Europawahl wichtig, dass wir klar machen, Europa ist ein Bollwerk für Frieden, für Freiheit und für Stabilität, für wirtschaftlichen Wohlstand und für soziale Gerechtigkeit. Und wir überlassen sicher nicht den Rechten von wo auch immer unser Europa. Ein schöneres Schlusswort kann es nicht geben, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und deswegen hat Katharina Schulze das gerade wunderbar zusammengefasst. Ich wünsche Ihnen jetzt noch viel Vergnügen mit dem weiteren Programm. Ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder mit dabei sind.
Hallo und herzlich willkommen bei München heute, den Nachrichten von München TV mit diesen Themen. Neue Chance. Entsorgungsfachbetrieb Conjob ist einer von 30 Betrieben, der Langzeitarbeitslose beschäftigt. Neue Megabaustelle. Damit bis zur Fußball-EM alles rund läuft, gibt's in den kommenden Wochen Einschränkungen bei der U6. Und Neujustierung. Nach Euroleague aus konzentriert sich FC Bayern Basketball voll auf die deutsche Meisterschaft.